Wölfe vor den Toren. Juno und ich haben ein Sammellager bei Yokago-Tempel gesichert, aber die Straßen nach Toyotama sind gesperrt. Jin, hier drüben. Wir könnten die alte Straße von Omi durch Fort Kaminodake benutzen. Aber die Mongolen kontrollieren sie. Du brauchst Hilfe, um sie zu vertreiben. Ein paar Jäger haben auf dem Sago ihr Lager. Ihr Anführer heißt Takeshi. Freund von dir? Nein, aber er wird tun, worum ich ihn bitte. Und er hat gute Schützen. Triff dich mit ihnen. Ich schleiche mich durch die Burg deines Onkels und treffe unsere Freunde in Omi. Greift ihr das Fort von Süden her an. Ich schlage aus dem Norden zu. Mit deinen Jägerfreunden. Glaubst du, das klappt? Ja. Sei vorsichtig, Yuna. Du auch. Okay, wir starten von hier aus. Finde Takeshis Lager in der Sago-Präfektur. Takeshis Lager. Och, Freunde, hier oben. Wir teilen gern unser Lagerfeuer, mein Herr. Seid ihr Takeshi? Ihr kennt meinen Namen? Ich bin Jin Sakai. Yuna schickt mich. Sie lebt? Wo ist sie? Mongolen versperren den Pass nach Omi. Ich kann den Weg nicht alleine räumen. Yuna sagte, ihr könnt helfen. Klingt gefährlich. Ich dachte, ihr seid ein Meisterjäger. Der beste Bogenschütze der Präfektur. Hat Yuna das erzählt? Sie glaubt, ihr seid bereit zum Kämpfen. Liegt sie falsch? Was mich angeht? Nein. Doch meine Leute riskieren ihr Leben nicht grundlos. Es wird ein kalter Winter. Warum im Gebirge Eichhörnchen jagen, statt in einer warmen Festung zu leben? Können wir bis zum Frühling bleiben? Dann gern. Abgemacht. Das wird keine Wildschweinjagd. Kommt hier rüber, dann versteht ihr. Sie ist nur getötet. Dann wäre all das vorbei. Mongolenschützen bewachen das Tor. Streifen reiten täglich ein und aus. Wenn wir von dieser Seite reinkommen, greifen Yuna und der Rest meiner Freunde von Süden an. Yuna wird dort sein? Gut. Das Fort wurde auf den Klippen gebaut. So können wir hineinkommen. Holzfällerlager. Lieferte Nutzholz ans Fort. Hab hier keinen mehr gesehen, seit die Mongolen aufgetaucht sind. Wie gut könnt ihr klettern? Besser als die meisten. Die Yarikawa-Festung ist fast leer. Reise nach Fort Kaminodake. Sie wollen raus. Hier. Jo, dann gehen wir. Keine Zeit zu verlieren. Oh.
Ach, der Vogel hat mich fast umgebracht, ey. Wo ist der? Da drüben ist was. Oh, das trifft sich gut. Wir kommen hier noch. Okay, wir sind fast hier. Trifft Takeshis Jäger im Holzfällerlager. Das ist es wohl nicht. Wow, das war falsch. Das ist hier drüben ein kleines Missgeschick. Es dauert eine Stunde. Wenn wir hier noch lange sitzen, sehen die Mongolen uns mit Sicherheit. Weg von der Kante. Ich bin gleich bei euch. Sicher doch. Klettere über die Klippe ins Fort Aminodake. Oh Mann, hier. Habt ihr das gesehen? Yuna hat ein paar interessante Freunde. Planen wir den Angriff. Von hier drüben kann man hineinsehen. Wir gehen auf dieses Dach, greifen von oben an. Ihr klingt wie Yuna. Sie war eine gute Lehrerin. Schützen an diesem Punkt haben gute Sicht auf den Innenhof. Und jede Menge Ziele. Die meisten Männer sollen dorthin. Ihr da kommt mit. Alle anderen ab zum Grat. Tötet jeden Feind, der mich sieht. Verstanden. Viel Glück. Okay, gut gemacht. Oh, unser tödliches Gift ist schon voll, das ist gut. Okay, dann geht's mal runter ins Gefängnis. Samurai.
Okay, wir haben den ersten Schritt geschafft. Wir könnten auch von unten rein, wäre vielleicht besser. Tiere machen sowas. Mongolische. Die Holzfäller müssen Widerstand geleistet haben. Bringen wir jeden Mistkerl hier im Vor um. Noch eine Patrouille. Wir schlagen zu, wenn sie durchkommen. Versteckt euch. Ihr habt ihn gehört. Los. Feuer frei auf mein Signal. Lasst sie näher kommen. Jetzt! Tötet sie alle! Ich habe gehört, Fürst Shimura hat eine Armee mit Samurai des Shogun. Warum führt ihr sie nicht an? Fürst Shimura bekämpft die Mongolen auf seine Weise. Ich auf meine. Ihr seid allein. Dieses Fort gehört euch nicht. Der Jito ist in seiner Burg. Vor dem Frühjahr braucht er dieses Fort nicht. Wir sind weg, bevor er auftaucht. Oh, ein Kunai. Wir halten noch ein bisschen Ausschau nach Flaggen, Bahnen. Das kam Bannern. Vom Südtor. Seh nach, was los ist. Hier. Juna. Was war das? Wir müssen darüber. Sehen wir uns die Brücke an. Die Mongolen haben die meisten Leute dort drüben. Das ist unsere Chance. Bei einem Sturmangriff über die Brücke müssen wir uns schnell um diese Huacha kümmern. Könntet ihr euch mit eurem Haken unter die Brücke schleichen und ihre Huacha übernehmen? Ich könnte mich an den Baum hinüberschwingen. Auf dieser Seite kommt man die Klippe hoch. Wenn sie euch sehen,
können wir auf sie schießen. Ob Sturmangriff oder Schleichen. Es wird riskant. Wir werden euch folgen, Fürst Sakai. Haltet eure Leute bereit. Willkommen, willkommen. Wir wissen noch nicht genau wohin, aber willkommen. Ich habe mich nicht gesehen. Sehr schön. Hier bin ich! Okay, das war nicht gut, wenn man die ruft und so weit oben ist. Funktioniert das nicht ganz. Verstärkung im Anmarsch! Am Tor helfen. Yarikawa! Yarikawa! Da sind sie. Sie haben Freunde aus Yarikawa mitgebracht.
Jetzt verstehe ich. Ihr seid der Geist, aber ihr solltet 3 Meter groß sein. Kämpft weiter! Endlich seid ihr hier! Kommt nicht zu nah! Dann sehen Sie mich! Seid vorsichtig, Kämpfer! Ich versuche es! Weg da! Ihr hättet warten sollen, bis wir das Tor öffnen! Das war Marcos Idee! Das Tor gehört uns, mein Herr. Geht es allen gut? Ausgezeichnet. Im Großen und Ganzen. Schön, euch zu sehen, Fürst Sakai. Ist es hier oben überall so kalt? Man gewöhnt sich dran. Nehmt die nötigen Vorräte und bereitet den Ritt nach Yogaku vor. Also, du und Takeshi. In einem früheren Leben. Er und seine Leute sind mehr als Jäger, nicht wahr? Das hängt vom Blickwinkel ab. Ich sagte, sie können bleiben und den Pass für uns halten. Aber wehe, Banditen machen den Unschuldigen Ärger, die vor den Mongolen fliehen. Er weiß, was ich ihm antue, wenn er das wagt. Ich glaube, er wäre froh, dich wiederzusehen. Er hat mich gesehen. Wir können gehen. Bringen wir alle nach Yogaku. Dort planen wir unseren letzten Angriff. Wird Zeit, dass der Khan stirbt. Ja.